Thomas, du bist neu zum SV Waldhof Mannheim gewechselt. Dein erster Eindruck, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich super wohl nach den paar Tagen schon. Ich war letzte Woche für 3 oder 4 Tage hier. Hat da schon richtig Spaß gemacht mit den Jungs, hat mich da schon super wohl gefühlt. Und jetzt bin ich seit Samstag bzw. gestern dann fest bei der Mannschaft. Und es sind super Jungs. Das Staff ist super, alles super Typen und von daher fühle ich mich echt wohl und macht echt Spaß schon die ersten 2 Tage jetzt. Am Samstag konnten wir dich auch gleich schon im Stadion, noch nicht auf dem Platz sehen, aber du warst dort gewesen. Was für einen Eindruck hast du von der Mannschaft dort gehabt und allgemein auch von dem ganzen Drumherum, Stimmung, Fans? Ja, leider noch nicht auf dem Platz, aber bei dem Spiel wäre ich gerne auf dem Platz gestanden. Ja, Stimmung war überragend. Erster Eindruck von den Fans, absolut Weltklasse. Was da los war, ich glaube, die haben der Mannschaft nochmal einen richtigen Push auch gegeben. Aber ja, die Mannschaft hat es richtig gut gemacht. Ich glaube, man hat fast schon Klassenunterschiede im Gegensatz zu 1860 in dem Spiel gesehen. Und von daher muss man ein Riesenkompliment an die Jungs aussprechen. Es hat echt Spaß gemacht, nicht nur von den Fans, sondern auch alleine vom Spiel her. Du warst eine Zeit lang jetzt raus gewesen, warst bei keinem Verein. Wie hält man sich über so einen Zeitraum fit? Ja, ich habe für mich natürlich selber trainiert, bin laufen gegangen, viel Krafttraining gemacht, solche Sachen. Habe dann ja, im Nachhinein Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich ein paar Wochen bei Duisburg und bei 1860 mittrainieren konnte, um fit zu bleiben, weil am Ende des Tages ist Mannschaftstraining nicht zu ersetzen und hätte ich das nicht gehabt, die Möglichkeiten, dann glaube ich, wäre ich hier in einem schlechteren Zustand angekommen und dann ja, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis ich der Mannschaft dann auch helfen kann. Klar, 170 Zweitliga-Einsätze, also wirklich sehr, sehr viele Spiele in der zweiten Liga gehabt. Welche Qualitäten kannst du uns in der dritten Liga geben? Ja, ich glaube, ich bin ein kreativer Spieler, gutes Auge, dribbelstark, gewisse Schnelligkeit und laufstark und einen ordentlichen Abschluss, Standards. Ja, ich glaube, ich kann der Mannschaft auf lange Sicht auf jeden Fall weiterhelfen und jetzt bin ich erstmal froh, hier zu sein und dann hoffentlich meine Qualitäten auch schnellstmöglich einbringen zu können. Du hast angesprochen, du wirst schnellstmöglich dich einbringen. Man braucht ja schon ein bisschen Zeitraum, auch jetzt wieder sich mit die Mannschaft zu gewöhnen, dann wieder auch mit dem Mannschaftstraining reinzukommen. Wie viele brauchst du noch für die 100%? Ja, genaue Anzahl an Tagen oder Wochen ist natürlich schwer. Ich hoffe einfach nur, dass ich ja, schnellstmöglich die Abläufe einfach aufnehmen kann. Ich habe ja jetzt die Tage auch schon ein bisschen was aufsaugen können. Kommt mir sehr entgegen, die Art und Weise, wie der Trainer Fußball spielen will. Ich denke, das macht es mir auf jeden Fall auch leichter, dann schnellstmöglich anzukommen. Und von daher, ja, jetzt heißt die letzten paar Prozente noch aus dem Körper rauszukitzeln. Da helfen dann solche Spiele wie gegen KSC oder dann wie heute auch gegen Hoffenheim hilft jede Minute, um da noch mal einen Schritt weiterzukommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten paar Tagen dann ja, die 100% voll machen kann. Ein Wort zum Test gegen Hoffenheim, 1:4 leider gerade verloren. Was für einen Eindruck hattest du auch von der Mannschaft gehabt? Erste Halbzeit war besser, zweite Halbzeit haben wir ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja, ich glaube, wir haben es uns selber schwer gemacht. Zweite Halbzeit war es halt auch so, dass wir noch durchgewürfelter waren als so in der ersten Halbzeit, weil ich gespielt habe, der jetzt so 2, 3 Tage mit dabei ist, weil der ein oder andere Junge dann mitgespielt hat. Ich glaube, oder Nico, der Testspieler noch, ich glaube, da haben wir es uns selber schwer gemacht. Zu viele einfache Fehler, mit denen wir dann Hoffenheim eingeladen haben und dass dann die Abläufe im Pressing und ja, auch im Spielaufbau, im Spielübergang nicht zu 100% stimmen können, das ist ganz normal. Und wenn man dann gegen eine so eingespielte Mannschaft wie die Hoffenheimer Jungs spielt, dann ja, macht es halt schnell Probleme. Jetzt in der freien Zeit ohne Spiele kann ich mir vorstellen, da lief der Fernseher viel bei dir. Und wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, meine Frau hat mich am Wochenende am liebsten öfters gekillt, weil der Fernseher einfach von früh bis abends lief und nur Fußball da war. Und ja, ist natürlich immer schwer, wenn man dann am Platz stehen will, aber sich das Ganze am Fernseher anschauen muss. Von daher, es waren echt harte Monate und jetzt bin ich einfach nur froh, dass die Zeit vorbei ist und ich endlich wieder auf dem Platz stehen kann. Dann freuen wir uns auch für dich und für deine Frau, dass man dich ab sofort wieder im Fernsehen sieht und du nicht mehr vorne dran sitzt. Also Thomas, herzlich willkommen im SV Waldhof Mannheim. Viel Glück und dann freuen wir uns bald, dich wieder auf dem Platz dann begrüßen zu können. Dankeschön.